Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich lecker aussehenden Presa Bacon Rolls. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Der Hauptakteur des heutigen Videos ist ein Stück Presa vom Iberico. Ihr habt das ja in den vergangenen Wochen gesehen. Ich habe den ein oder anderen Spezialcut vom Schwein hier am Start, den ich mal durchprobiere. Secreto, Pluma und jetzt hier das Presa. So wie auch das Secreto ist auch das Presa ein Stück aus dem Nacken und wird auch als Nackenkern bezeichnet. In dem Fall ist es so, dass gerade bei den Iberico-Schweinen es aufgrund des hohen Anteils an Eichelmast zu sehr schönen, feinen, geäderten Fettkapillaren kommt, die hier in dem Fleisch drin sind. Und das gibt einen unglaublich tollen, intensiven und guten Geschmack. Das Fleisch ist für Schweinefleisch verhältnismäßig dunkel. Wir haben jetzt heute eine Rezeptidee, die wir verwirklichen wollen. In dem Fall muss ich hier das Presa noch etwas von der Dicke her angleichen, dass man es am Ende gut aufrollen kann. Hier nehme ich die flache Hand, übe etwas Druck auf die dickere Stelle aus und nehme ein scharfes Messer und schneide dann einmal fast bis zum Ende durch, sodass wir dann am Ende hier so ein Stück haben. Solltet ihr mal Interesse an so einem Stück haben, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. In dem Fall ist das von gourmetfleisch.de. Prinzipiell kann man diesen wunderbaren Schweinegenuss auch ohne Rezept zu sich nehmen. Also sagen wir mal mit Salz und Pfeffer. Das ist aber nicht mein Anspruch an einen Videomacher und Rezeptentwickler. Deshalb habe ich mir heute eine kleine, feine Variante überlegt, wie man dieses Presa zusätzlich noch aufwerten kann. In dem Fall nehmen wir 2 bis 3 Teelöffel Teriyaki-Soße und bestreichen quasi die Innenseite mit dieser Teriyaki-Soße und nehmen dann 2 Scheiben wunderschön durchwachsenen Bacon. Falls ihr trotzdem das lieber so essen wollt, ist es natürlich in Ordnung. In dem Fall empfehle ich hochwertigen Pfeffer und etwas hochwertiges Salz und schwuppdiwupp habt ihr hieraus relativ schnell ein cooles Gericht gezaubert. Geschmack ist wirklich top. So, jetzt haben wir das Presa aufgerollt und jetzt führen wir jeweils 2 so Holzspießchen durch das Fleisch. Hier sollte man gucken, dass man das auf der einen Seite so hat, dass es danach nicht aufgeht. Und dann wiederholen wir das die komplette Breite des Stückes über. Das Ziel ist es, dass wir jeweils so Rollen bekommen, die so circa 1 bis 1,5 cm dick sind. Man kann jetzt bei diesen Holzspießen, wenn man das möchte, natürlich ohne Probleme diese nochmal vorher auch in Wasser einweichen. Die Grillzeit ist allerdings nicht allzu lang. Von daher, die werden zwar am Ende ein klein bisschen Farbe abbekommen, aber es wird nicht so riesig dramatisch sein. Sollte man Holzspieße und Co. etwas länger auf dem Grill bei direkter Hitze lassen, dann macht es natürlich Sinn, die vorher einzuweichen, damit sie nicht komplett verbrennen oder komplett schwarz werden. So, ihr seht, wir haben hier 1, 2, 3, 4 mal 2 Holzspießchen jetzt auf dieses Stück Presa genommen. Und jetzt nehmen wir uns ein scharfes Messer und schneiden diese zwischen unseren Holzspießen von vorne bis hinten einmal durch. Ich habe auch noch so Doppelspieße irgendwo in meinem Grillfundus aus Metall. Die würden die ganze Sache natürlich noch etwas vereinfachen. Solltet ihr also lieber diese nehmen, könnt ihr das natürlich tun. So, jetzt einmal durchschneiden und schwuppdiwupp, hier sind unsere kleinen Schnecken oder halt in dem Fall Rolls fertig. So, das Ganze machen wir dann noch ein letztes Mal und dann haben wir hier unsere 4 Schnecken im Prinzip fertig. Und dann können wir auch gleich schon mal zum Grill rübergehen. Auch hier an der Stelle ist natürlich eurer persönlichen Kreativität keine Grenze gesetzt. Solltet ihr jetzt mal etwas machen wollen mit Auberginenfüllung, mit Zucchinifüllung, mit keine Ahnung was, da seid ihr natürlich komplett frei. Also diese Technik kann man benutzen, um viel in Schwein einzuwickeln. So, hier ist mein Schickling-Grill. Haben wir jetzt schon was länger nicht mehr gesehen. Ihn gibt es immer noch, benutze ich immer noch gerne. Hier einmal rechten Brenner an. Der linke Brenner bleibt aus. Oder links anmachen und rechts auslassen. Im Prinzip ist die Idee, dass wir eine Seite komplett auf Vollgas geben und dann grillen wir unsere Röllchen bei der maximalen Hitze an. Jetzt hier kleiner Hack oder kleiner Trick,
gar nicht mal so kompliziert. Wenn ihr das jetzt so macht, dass die Spieße unten über das Metallteil herausgucken, dann könnt ihr das am Ende ohne Probleme einfach drehen. Ich persönlich liebe ja die Aufnahmen, wenn man das Ganze so ein bisschen schneller dreht, sodass man sieht, wenn das Schweinefleisch kurz anzieht. In dem Fall ist es so, dass ich glaube 5 oder 6 Minuten von jeder Seite diese Schweineröllchen angrille und danach drehen wir das auf die andere Seite. Wir brauchen danach auch gar nicht lange mit indirekter Hitze rumfummeln. Wichtig ist nur, finde ich persönlich, dass es von außen ein schönes Röstaroma hat. Die dünnen Baconscheiben, dass die so auch noch ein bisschen mit aufgeknuspert werden. Und ihr seht das hier, das ist schon eine sehr schöne Farbe. Ich mag das. Und wenn wir das dann von der anderen Seite gegrillt haben, wie gesagt, dann müssen wir gar nicht lange fuchteln. Das Preser ist ein Stück, was man wunderbar auch etwas weiter oder mit etwas rosa Farbe genießen kann. Von daher ist es hier gar nicht das Ziel, das komplett tot zu grillen oder zweimal zu töten. So, wir sind dann soweit. Dann nehmen wir unsere Preser Bacon Rolls runter. Und dann schneiden wir sie mal an und gucken wir mal, wie es von innen aussieht. So, hier sind sie nun. Ich persönlich finde, sie sehen super aus. Schöne Kruste, leichte Röstaromen. Und ja, dann ziehen wir mal die Spieße heraus. Zack, zack. Und dann schneiden wir das Ganze einmal von innen auf. Oder von außen auf und gucken mal, wie es innen drin aussieht. Oder so. Ja, hätte sogar noch ein Ticken rosa sein können. In dem Fall ist es nicht weiter tragisch. Geschmack ist auf jeden Fall eine Bombe. Ja, würde mich freuen, wenn ihr das mal abcheckt und eventuell auch mal ausprobiert. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Abonniert doch 0815 Barbecue, falls ihr noch kein Abonnent seid. Ihr verpasst so keine Folge mehr. Es wird extrem spannend in den kommenden Wochen. Es gibt jede Menge coole Rezepte. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.